Ja, herzlich willkommen, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, sozusagen in meiner geistigen Heimat. Sonst hat man ja schon mal so viele Zweifel im Publikum, aber ich habe mich ja gestern Abend schon sehr wohl gefühlt. Ich will meinen Vortrag so gliedern, dass ich doch noch mal bildungspolitisch anfange und versuche, Ihnen mal einige Argumente an die Hand zu geben, warum wir Schule wirklich total verändern müssen, nicht immer nur so kleine Veränderungen, und Ihnen dann mal an einigen Beispielen vorstellen, was alles möglich ist im Rahmen der Schulgesetze. Ich bin ja häufig in Österreich, ich kenne mich ziemlich gut aus hier, und von Salzburg kann ich auch noch eine Geschichte erzählen. Das war meine erste Österreich-Begegnung. Ja, hier die Werte, die Kinderfreunde-Werte, das sind ja individuelle Haltungen, das sind ja aber auch politische Werte. Politische Werte für ein Land, aber auch global gesehen. Insofern muss man den ganzen Kontext sehen. Wo leben wir heute? Wir haben riesige Herausforderungen gerade, die so vor der Tür liegen, dass wir sie nicht mehr wegschieben können. Die ganzen Herausforderungen rund um die Ökologie, das ist ja nicht nur Klima, es ist Biodiversität, wie wir Landwirtschaft betreiben, wie wir mit dem Boden umgehen und so weiter. Da erleben Kinder jetzt nicht bei den Kinderfreunden, aber so generell, die sind ja leider nicht alle bei den Kinderfreunden, ja schon Erwachsene, die ziemlich viel aussitzen. Gleichzeitig kriegen Kinder alles mit, alles, auch Dreijährige schon, auch wenn die Eltern sagen, wir haben kein Fernsehen zu Hause, die kriegen alles mit. Immer Katastrophenmeldungen und dann Erwachsene, die wirklich nicht ins Handeln gehen. Da besteht die Gefahr, die Kinder wollen nämlich eine andere Welt, dass sie dann auch überfordert sind und das wegschieben. Die zweite Riesenherausforderung, da war ja schon der gestrige Abend so, das Zusammenleben lernen, eine der größten und wichtigsten Herausforderungen, und dabei die Menschlichkeit nicht zu verlieren, haben wir gerade mit den Flüchtlingen so nah und auch die verschiedensten Reaktionen darauf, dass wir ja, uns dem einfach stellen müssen. Andere große Herausforderungen sind der Umgang mit Komplexität. Die Welt ist globalisiert, alles ist plötzlich komplex, das war früher schon komplex, nur haben wir es nicht gemerkt. Und das sind auch riesen Herausforderungen. Und wenn ich mir dann Schule angucke, wo der Lehrer in die Stunde geht und weiß, was am Ende rauskommt und teilt Arbeitsblätter aus und die Lösung steht im Lehrerhandbuch, so kann man echt nicht Umgang mit Komplexität lernen. Also man muss das Ganze mal ein bisschen globaler sehen, wenn es immer nur richtige und falsche Antworten gibt. Und wir müssen aber in Haltung gehen, wo es Ambivalenzen gibt, sowohl als auch, wo wir das aushalten, wo wir Perspektiven wechseln können und erleben in der Schule immer richtige und falsche Antworten, dann kriegen wir einfach falsche innere Haltung auch mit. Also Schule hat eine ganz, ganz große Aufgabe, weil alle gehen ja dahin. Alle müssen, hier ja nicht, in Deutschland müssen alle in die Schule. Also es ist ein Ort, wo wir eigentlich das Zusammenleben lernen müssen und halt andere Haltungen. Ja, und dieser Sicherheitsschwund, der ja auch da ist, da kommt ja auch die Abwehr der Menschen her. Diese, wo vermeintlich sicher war man immer und plötzlich ist die ganze Welt in Unordnung. Der Wandel ist da, der Umbruch ist da, wir können ihn gar nicht mehr aufhalten. Was wir aber machen können, wir können die Zukunft aktiv gestalten und nicht da sitzen und jammern und uns beklagen, sondern in die Aktivität gehen, und das können wir in Schule und Kindergärten und natürlich bei den Kinderfreunden ist das ja sowieso die Tat wichtig und die Selbstwirksamkeitserfahrung, damit eine junge Generation nicht so wird wie ein Großteil der jetzigen. Ja, ich glaube, die Schule hat da viel mit zu tun, die uns ja klein gemacht hat, eher viele. Nicht hier dieses Publikum, aber wenn ich so Deutschland, Österreich und auch in anderen Ländern die Erwachsenen sehe. Was brauchen junge Menschen? Die brauchen Perspektivwechsel, Empathie, Bereitschaft für Veränderungen. Die Veränderung kommt in einer Veränderungsdynamik, da kommen wir gar nicht mehr mit, alleine durch die Digitalisierung. Handlungsmut, Vision, Eigeninitiative, Kreativität, Gemeinsinn und eben Verantwortungsübernahme. Also wir müssen grundsätzlich Bildung, in welchem, wo auch immer, auch in Hochschulen, neu denken. Neue Haltung und neue Lösungen. Das fällt Menschen schwer, weil wir ja unsere alten Bilder alle haben. Und jetzt so komplett neu zu denken, fällt schwer, deswegen ist es gut. Man hat Beispiele, wo man hingehen kann und wo man plötzlich neue Bilder sieht. Dann fällt es einfacher.
Ja. Die Hürden sind unsere Muster, die wir kennen, die so ganz tief vergraben sind, was wir auch von uns selber oft denken, ich doch nicht, ein kleines Würstchen kann doch nicht bewirken. Und die Fehlerangst. Und die Fehlerangst kommt wieder von Schule, wo wir ja defizitorientiert immer die Fehler anstreichen. Alles ist rot. Scheitern, sagt man immer, scheitern ist so toll, da kann man daraus lernen, aber nicht in Schule. Schule will keiner scheitern. Der wird nämlich abgestuft, muss vielleicht die Schule wechseln, kriegt keinen Abschluss und so weiter. So, und die grundlegende Veränderung von Schule können Sie ableiten aus dem österreichischen Schulgesetz. Ich behaupte mal, ein Großteil der österreichischen Schulen erfüllt nicht den Kernauftrag von Schule, der im österreichischen Schulgesetz niedergelegt ist. Ich habe jetzt drei Aufgaben auch rausgesucht. Die erste heißt, die Jugend mit dem für das Leben und den künftigen Ruf erforderlichen Wissen und Können auszustatten. Was heißt das? Die zukünftigen Berufe kennen wir noch gar nicht. Die Technik der Zukunft ist noch gar nicht erfunden. Und wir müssen sie ausstatten mit einem guten Umgang, mit Ungewissheit, mit Veränderung. Die lernst du nicht am Schultisch aus dem Heft. Da brauchst du andere Lernsettings für. In der heutigen Schule wirst du darauf nicht vorbereitet. In Deutschland ist genau dieselbe Situation wie in Österreich. Die zweite große Aufgabe heißt, die Menschen zu gesunden und verantwortungsbewussten Bürgern heranwachsen zu lassen, die Bedingungen zu schaffen, dass das möglich ist. Dann haben die ja alle in sich, die jungen Menschen. Man braucht sich ja nur kleine Kinder anzuschauen. Das lernst du auch nicht am Schultisch. Und ich will noch mal einmal jetzt auf gesund eingehen. Wir kennen nämlich die salutogenetischen Grundfaktoren. Also was führt dazu, dass Menschen sich gut und gesund fühlen? Die heißen Verstehbarkeit, Gestaltbarkeit und Sinnhaftigkeit. Und jetzt gucke ich mir mal an, eine ganz normale, warte, bin ich jetzt ein bisschen daneben, eine ganz normale weiterführende Schule, Gymnasium, auch die meisten NMS, Grundschulen sind manchmal anders, weil die einen Lehrer haben, der viel Unterricht hat. Grundschulen haben es auch einfacher. Dann heißt der heimliche Lehrplan, jede Institution hat einen heimlichen Lehrplan. Die Kinder vorne haben auch einen heimlichen Lehrplan. Der ist toll, der ist eine gelebte andere Haltung, die sich dann ja überträgt. Der heimliche Lehrplan heißt Zerstückelung in einer Welt, wo wir mit Komplexität umgehen müssen. Und von Verstehbarkeit kann man überhaupt nicht sprechen. So ein Tag heißt vielleicht Deutsch, Englisch, Sport, Chemie, Ethik, Geografie. Ja? Da hat nichts miteinander zu tun, das ist einmal zappen durchs Programm. Wenn man sich mal von oben anguckt und die Lehrer sitzen bis nachts und machen sich Gedanken, wie sie eine gute Stunde haben. Sind aber in dem System, kommt diese ganze Energie, kann da überhaupt nicht wirksam werden und tragen werden. Deswegen müssen wir uns überlegen, wie kommen wir aus der Zerstückelung raus. Also wie kommen wir grundsätzlich auf andere Jahrespläne, andere Wochenpläne. Wir leben noch in einer Schule vom Stundenplan her, die aus dem letzten und vorletzten Jahrhundert stammt und in einem Schulsystem, was aus dem Mittelalter stammt. Kastensystem. Hauptfunktion von Schule ist Selektion. In Deutschland genauso wie in Österreich. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir eine gespaltene Gesellschaft haben. Gewinner und Verlierer ist der heimliche Lehrplan von Schule. Und das im Alter von 9 Jahren. Ja, dann könnten wir in Schule alles anders machen. Die Freiheit ist riesengroß, aber die Lehrer nehmen dann die Schulbücher und die Arbeitshefte vom Verlag. Dann sind wir bei den Arbeitsblättern. Weil die nämlich von einer Stunde in die andere rennen und am Tag um so 120 Schüler haben. Wir wissen, Lernen läuft über Beziehung. So kannst du ja nicht Beziehung herstellen. Und so kannst du auch nicht den Kernauftrag vom Ministerium, nämlich individuell mit den Kindern umzugehen, kannst du in diesem alten System nicht erfüllen. Ich glaube, das ist die Hauptursache für Burnout bei den Lehrern. Weil die ein inneres Wissen darüber haben, dass das, was sie tun, genau nicht das Richtige ist. Und gegen sein inneres Wissen zu handeln, ist der höchste Burnout-Faktor. Also auch da, dieses ganze System ist so ein Kreislauf. Ja? Weil ich dieses habe, greife ich zu Schulbüchern, greife ich zu Arbeitsblättern. Das ist ja kein Lernen, Arbeitsblätter ausfüllen. Und dann kommen die Eltern, die dann sagen, Klasse 2 ist 3 Kapitel weiter als Klasse 1. Jetzt aber mal ran.
Also das ist alles so ein Hamsterrad, wo wir mal austreten müssen und uns mal überlegen müssen, was wissen wir heute aus Wissenschaft, Hirnforschung, Pädagogik und so weiter und wie müssen wir dann die Schule bauen. Naja, und dieses ganze Arbeitsblätterlernen ist als ob lernen. Das hat ja überhaupt nichts mit dem Realleben zu tun. Und deswegen wird ja 98% vergessen. Und trotzdem halten wir so fest, wir vergessen ja alles. Dafür ackert man sich ja ab, wie wild, um das hinterher zu vergessen. Aber das zeigt, wie sehr man in alten Bildern behaftet ist. Ja, und Schule arbeitet nach veralteten Prinzipien. Notendruck, Selektion und Konkurrenz. Ich sage deshalb veraltet, weil wir ja gesamtgesellschaftlich in einem Transformationsprozess sind, der hoffentlich gelingt. Wir leben ja gerade in einer Kultur von höher, schneller, weiter, laufen damit voll vor die Wand. Deutschland verbraucht 3,6 Erden im Moment, Österreich wahrscheinlich nicht viel weniger. Und dass das nicht zukunftsfähig ist, wissen wir alle. Das ist ja hier auch ein großes politisches Thema bei den Kinderfreunden. Und da spielt ja dieses bei höher, schneller, weiter, dieses anerzogene Konkurrenz und so weiter eine große Rolle. Und Noten sind ein Instrument aus dem 20. Jahrhundert. Noten schüren Vergleich und Konkurrenz. Wenn wir in die Wir-Kultur gehen, in die Kraft des Wir, haben da Noten nichts mehr zu suchen. Noten schärfen die Lehrer auf den Defizitblick. Ist der gut genug? Kriegt er noch eine 4? Und dann kommen die Kinder angerannt, belagern die Lehrerin und wollen für irgendein Wort noch einen Punkt haben, damit sie eine bessere Note kriegen. Das ist doch kein Lernen. Das hat überhaupt nichts mit Lernen zu tun. Das ist doch nur für die Note. Und wir wissen aus vielen Studien, dass wenn man nicht für sich selber lernt und aus intrinsischer Motivation nichts hängen bleibt. Ja, dann diese einseitig kognitive Ausrichtung nach PISA ja noch viel mehr. Und wir rennen alle PISA nach. Der Ökonomisierung der Bildung, vermessene Schüler, standardisierte Schulen. Menschlichkeit geht verloren, oft dabei. Und Kreativität, der wichtigste Rohstoff, den jeder mitbringt, den kannst du nicht in 45 Minuten Häppchen, kannst du überhaupt nicht kreativ sein. Das heißt, wir brauchen Freiräume, große Freiräume, wo man etwas entwickeln kann, wo man sich engagieren kann, wo man was Sinnvolles tun kann, was unbewertet ist, unbenotet ist. Und dann kann die Kreativität auch weiterleben. Wenn man die Kreativität von Kindern über 14-Jährige bis zu Erwachsenen misst, da gibt es ja Verfahren. Wenn Kinder denn den Faktor 100 haben oder 90, dann haben wir noch vielleicht 10 im Durchschnitt. Wir sitzen wahrscheinlich ein paar andere. Ja, und letztlich erziehen wir dadurch die Jugendlichen und die Kinder zu Pflichterfüllern. Die sagen, sag mir, was ich tun soll, das mache ich dann auch. Weil das die ganze Zeit so gewohnt ist, das ist ein Muster, was sich durchzieht. Da hilft auch nicht zwischendurch 10 Minuten Gruppenarbeit. Das Muster ist, der Lehrer kommt, hat sich was ausgedacht, manche Stunden schläfst du ein, manche Stunden sind ganz toll, da denkst du noch in 10 Jahren später dran, aber das Muster ist Pflichterfüller, die brauchen wir nicht mehr, wir brauchen Zukunftsgestalter. Und jetzt komme ich nochmal mit Heidmeier. Heidmeier ist ein deutscher Soziologe, der hat von 2002 bis 2012 in Deutschland, also 10 Jahre lang, das Phänomen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten untersucht. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten. Jedes Jahr kam dann auch ein Bericht. Und der Abschlussbericht 2012 war echt erschreckend, ist aber überhaupt nicht durch die Medien gegangen. Rausgekommen ist, die Bürger, ein Großteil der Akademiker verabschiedet sich von der Solidarität. Gibt ja immer noch welche, aber dieser Citoyen, der Bürger, geht in die rohe Bürgerlichkeit und wir erleben ja jetzt auch Bildungsbürgertum, was gegen die eine Schule für alle massiv kämpft. Nicht alle, aber es ist der Verlust des Besitzstandwahrung eigentlich. In Zeiten, wo alles zusammenbricht, da kann man psychologisch ja sich alles auch erklären. Und über ein Viertel hat gesagt, Werte sind ein Luxus, den wir uns nicht mehr leisten können. Nur noch Leistung zählt. Jeder Vierte. 40% haben gesagt, wir kümmern uns zu viel um Schwache und Versager. Das ist eine Auswirkung, das ist der heimliche Lehrplan unserer Gesellschaft. Nur Leistung zählt, nur wer jetzt nicht die Menschlichkeit zählt, sondern die ökonomische Leistung. Und 33% haben gesagt, es gibt nützliche und weniger nützliche Menschen. Und 34% haben gesagt, Deutschland kann sich weniger nützliche Menschen nicht leisten. Jetzt hätte ein Aufschrei durch die Nation gehen müssen.
stand mal so als Notiz. Ich glaube, in Österreich würde es ähnlich aussehen, haben wir ja jetzt gesehen. Und überhaupt in Europa, der ganze Rechtsruck. Und Heidmeier sagt, Menschenfeindlichkeit wird erkennbar in der Betonung von Ungleichwertigkeit. Das ist die Wurzel. Und unser Schulsystem in Deutschland, Österreich und der Schweiz betont die Ungleichwertigkeit. Wer nämlich nicht aufs Gymnasium geht, ist der Verlierer. So fühlen sich viele Kinder. Und deswegen haben wir mit unserem Schulsystem eine ganze Menge zu tun mit der Haltung der Gesellschaft, dieser rassistischen Entwicklung. Also, der heimische Lehrplan wirkt immer. Der wirkt 100-mal mehr als alles Wissen, wie der Geist in so einer Schule ist. So, und dazu kommt jetzt, es passt alles zusammen, diese Eltern, ja, die natürlich auch dieser Ökonomisierung unterliegen. Und dann darf so eine Grundschule 3 Jahre nett arbeiten, ja, und dann ist Schluss mit lustig. Dann kommt die 4. Klasse, dann kommt der Übertritt und jetzt aber. Und vielleicht sitzen hier auch Eltern im Saal, die so gesamtgesellschaftlich anders denken, aber wenn es um ihr eigenes Kind geht, vielleicht auch in dieses Rad geraten. Und das ist jetzt so weit gekommen, dass wir Burnout bei Kindern haben. Leider melden sich ja viel zu wenige Psychologen und Ärzte. Wir haben ja ganz viele Kinder in Therapie. Ganz viele Kinder nehmen Medikamente, abgesehen davon, dass das Schulsystem sowieso zusammenbrechen würde, wenn man keine Nachhilfe mehr machen würde. In Deutschland 1,5 Milliarden jedes Jahr, jedes Unternehmen wäre pleite. Es gibt ja diesen, wie heißt der noch, komme ich nicht auf den Namen, so ein Schweizer Arzt, der geht ja sehr stark an die Öffentlichkeit. Und jetzt ist hier in Deutschland, ist hier jetzt der Leiter einer kinderpsychiatrischen Klinik auch an die Öffentlichkeit gegangen, weil er gesagt hat, das muss jetzt mal öffentlich werden. Der hat dieses Buch Burnout Kids geschrieben und beobachtet seit 6 Jahren Erschöpfungsdepression bei Kindern, richtig schweres Burnout. Und das ist Sache der Erwachsenen, dass wir das zulassen. Dass wir Systeme zulassen, wo Kinder im Burnout gehen. Da kann man den Kindern nicht anlassen. Und dass die Kinder jetzt was anderes machen müssen, das sind wir. Wir haben da die Verantwortung. Und der verinnerlichte Leistungsanspruch, der ist so hoch, dass für viele Kinder nur noch die 1,0 zählen. Dann geht das ja weiter bis zum Abitur und dann muss das beste Studium machen und so. Also da müssen wir uns unbedingt mit befassen. Und dazu kommt dann ja noch dieses perfekte Aussehen. Das wird ja auch immer schlimmer. Das ist eine echt brisante Mischung. 1er-Abitur, perfektes Aussehen. Und das ist gesamtgesellschaftlich so stark, dass man schon da echt gute Sachen gegensetzen muss, damit man die Kinder da rausholen kann, was jetzt hier die Kinderfreunde mit ihrem politischen Engagement und der Arbeit machen. Und viele Kinder, das ist auch eine Auswirkung auf Noten, die sagen nicht, meine Arbeit war ausreichend, sondern bin ich ausreichend. Zieht man auf die ganze Person. Wir Erwachsenen würden nicht aushalten, permanent bewertet zu werden. Würden wir nicht aushalten. Ja, und jetzt kommt der tollste Auftrag der österreichischen Schule. So ein toller Auftrag steht bei uns nicht im Schulgesetz. Befähigung in Freiheits- und Friedensliebe an den gemeinsamen Aufgaben der Menschheit mitzuwirken. So toll, das ist der Kernauftrag von Schule. Jetzt könnte man ja sagen, nur ein bisschen global, was sind denn die gemeinsamen Aufgaben der Menschheit? Und die kennen wir ja jetzt. Seit dem 25. November. Ich habe keinen Ton. Dass sie nur auf Handyvideos festgehalten wurde. Amina Mohamed hat die Verhandlungen koordiniert. Wir haben hier eine extrem ambitionierte Agenda beschlossen. 193 Länder sind sich nun einig, wie wir auf die großen universellen Herausforderungen in dieser Welt reagieren wollen. Hier geht es um uns alle und das macht es historisch. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Gemeint sind die Global Goals. Vielleicht haben die viele von Ihnen gar nicht mitgekriegt. Am 25. September 2015 hat die Weltgemeinschaft den Zukunftsvertrag für die Welt sich verschrieben, nämlich Armut im Museum, Klimawandel im Griff, wollte ich schon gerade sagen. Das ist ein Wort aus der alten Welt, aber so bewältigt, dass wir die 2 Grad einhalten und ganz viele Werte, die sie auch vertreten.
Und daraus kann man ein Curriculum für die Schule machen. Daraus muss man eins machen, weil die Aufgabe der österreichischen Schule es ist, dass die Schüler sich in Freiheits- und Friedensliebe sich mit den gemeinsamen Aufgaben der Menschheit befassen. Was gibt es Sinnvolleres, als sich mit den ungelösten Fragen zu befassen und dafür Lösungen zu finden? Dann macht Schule Sinn. Dann erleben Lehrer sich auch als sinnhaft. Kannst du aber nicht in der alten Kästchenschule mit Zersplitterung. Dafür brauchst du eine andere Schule. Und wir haben auch etwas, worauf wir uns berufen können. Vor 24 Jahren war ja Rio. Die Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung von Rio. Ist heute der 3. Juni oder war der gestern? Gestern war auch der Tag sogar. Und da wurde ja die Agenda 21 beschlossen, was zu tun ist im 21. Jahrhundert. Da gibt es ja jetzt die ganzen Folgekonferenzen. Und gleichzeitig wurde eine hochrangige Kommission damit beauftragt, findet heraus, wie müssen die Schulen weltweit aussehen, damit die gesellschaftliche Transformation gelingen kann. In andere Haltungen, in Teilen, in soziale Haltungen und so weiter. Und Jacques Delors hat die geführt und hat ein Buch herausgebracht. Und die erste Erkenntnis war, wir haben einen großen Schatz. 50% des menschlichen Potenzials sind nicht gehoben und können durchs heutige Schulsystem auch nicht gehoben werden. Da kann man negativ sehen und bejammern, aber man kann auch sagen, welch ein Schatz. Sonst könnte man ja echt die Hoffnung auch verlieren. Das ist der Treasure is in, so heißt das Buch auch in Englisch. Und es geht eben um Quality Education, nicht um quantitatives Wissen zu vermitteln. Und die haben herausgefunden, dass Schule sich auf 4 Säulen aufstellen sollte. Lernen, Wissen zu erwerben, lernen, zusammenzuleben, lernen, zu handeln, lernen, zu sein. Das kann man super nehmen als Grundlage, um darauf ein Schulprogramm zu entwickeln. Das ist weltweit an alle Schulen der Welt gegangen, ich glaube bei 0,1% angekommen. Die Lehrer kennen das alle nicht. Und die eigentliche Frage heißt für mich, in welcher Welt wollen wir leben? Für Sie auch, glaube ich. Und da muss man sich fragen, was ist der Sinn von Schule im 21. Jahrhundert? Sicherlich nicht der Sinn, den Schule mal hatte. Dadurch ist ja auch die Wirtschaft angekugelt worden und so. Das hatte ja auch alles seinen Sinn damals. Aber heute müssen wir uns wirklich fragen, was ist der Sinn? Und dann gibt es eine Studie, die wollte ich Ihnen auch noch kurz sagen. Dann hat man auch mal etwas in der Hand, vielleicht auch hier für unsere Bildungsvertreter. In Deutschland gibt es eine Universität, die Leuphana-Universität, die sich sehr stark mit Bildung für nachhaltige Entwicklung befasst. Und Greenpeace hat eine Studie im Auftrag gegeben, nämlich untersucht das Nachhaltigkeitsbewusstsein der 15- bis 23-Jährigen. Rausgekommen ist, Quantität ist nicht gleich Qualität. Quantitativ haben viele den Begriff gehört, nachhaltige Entwicklung. Viele haben auch schon mal so eine Unterrichtsreihe gemacht. Was hat mein Handy mit dem Krieg im Kongo zu tun? Mit Arbeitsblättern ausfüllen und so. Ist besser, als wenn sie es nicht wüssten, aber es führt ja nicht ins Handeln. Qualitativ Katastrophe. Schule ist stehen geblieben. Also wir haben das Paradoxum, wir haben eine junge Generation, die noch nie so viel Engagement, also die noch nie so engagementbereit war. Ja, die wollen, viele wollen eine andere Welt, wollen ökologischer eine ökologischere Welt, wollen anders zusammenleben, wollen Gerechtigkeit. Und die Schule deckelt total dieses Engagement. Die sprechen von Fächerkorsett. Ja? Die ganze Woche ist vollgepackt. Tak, 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 tak. Nach Hause gehen, Hausaufgaben machen, auf eine Klausur vorbereiten, ausspucken. Tak, 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 tak. Und so verhindert Schule die Bereitschaft der Jugendlichen, sich zu engagieren. Und manche kommen vielleicht nicht zu den Kinderfreunden, weil sie Hausaufgaben machen müssen, so viele. Und das ist echt hier eine Verantwortung von uns, dafür zu sorgen, dass das abgeschafft wird. Ich finde es richtig gut, dass die jetzt gerade rausgekommen ist, dass wir von den 50% brachliegenden Potenzialen wissen und dass wir wissen, dass es die Struktur ist, die verändert werden muss. Ja, das heißt, wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Keine Reparatur im Alten, sondern eine neu gedachte Schule. Und Paradigmenwechsel haben ja das Charakteristikum, dass immer alle Leute sagen, niemals, geht ja nicht. Aber wir hatten ja schon viele. Also für etwas, was man für unmöglich gehalten hat, ist eingetreten. Ich glaube nicht, dass wir auf dem Scheiterhaufen landen werden. Wir haben manche die Paradigmenwechsel eingetreten.
halten werden, sondern dass wir, glaube ich, viel Zuspruch kriegen. Also ich bin sehr viel unterwegs. Unsere Schule hat auch permanent Besuch. Ich erreiche so 30.000 Menschen im Jahr und die wollen eigentlich alle. Die Sehnsucht nach einer anderen Schule, anderen Hochschule, anderen Kindergärten und so weiter, nach einer anderen Gesellschaft ist riesengroß. Deswegen müssten wir die Zeit jetzt nutzen und eigentlich geht es hier drum. Da geht es eigentlich drum. Jetzt zeige ich im Schnelllauf 25 Minuten. Oh, ich habe ja noch 20 Minuten, super. Ich muss einen kleinen Schnelllauf machen, aber ich wollte das vorher herschieben, weil man sich mal auf der Metaebene darüber im Klaren sein muss, was sind die heimlichen Lehrpläne der Schule, wozu führen die und wozu führen die zu welchen Haltungen in der Gesellschaft und warum müssen wir die ändern. Ja, eine neue Lernkultur, ich nehme mal als Beispiel unsere Schule. Jetzt habe ich mal so ein paar Sätze aus dem Kinderfreunde-Manifest genommen. Ne? Alle Kinder sollen in einer gemeinsamen Schule individuell gefördert werden. Bei uns passiert das. Es gibt in Deutschland eine neue Schulform, die heißt Gemeinschaftsschule. Die nimmt alle Kinder. Die NMS könnte im Prinzip auch alle nehmen. Ne? Nur das gymnasiale Drittel fehlt. Ne? Aber wenn man eine total andere Schule macht, kommen die auch. Das erlebe ich. Ich habe zwei Gesamtschulen aufgebaut im sozialen Brennpunkt. Wir haben alles anders gemacht und auf einmal wollten die Gesamtschule ablehnen, alle da drauf. Schule für alle Kinder ist wichtig und die Gemeinschaftsschule in Deutschland, die hat jetzt die Aufgabe, dass man die nie nach Leistung trennen darf. Positiv ausgedrückt, findet heraus, welche Lernarrangements geeignet sind, mit solcher großen Heterogenität umzugehen. Ja, wir sind Ganztagsschule, das ist wichtig. Eine Ganztagsschule, die jetzige Schule fortführt, ist grausam. Dann sollten wir sie lassen. Also eine Ganztagsschule, die den ganzen Tag Unterricht macht, der kannst du vergessen. Oder keine gebundene Ganztagsschule, wo ein Teil mittags nach Hause geht und der andere nicht. Da kannst du ja keine Rhythmisierung machen. Und da kannst du dann nachmittags, gut, das ist jetzt nicht schlecht, Kinder fördern, die zu Hause nicht gefördert werden. Aber das ist ja nicht eine neu gedachte Schule. Das ist ja die alte Schule und dann kriegen die noch Förderung. Also wir sind Ganztagsschule und ich gehe mal so auf, Sie sehen schon, so Fächerstundenplan ist nicht, ne? Ich gehe auf diese Elemente ein. Wir brauchen selbstgesteuertes Lernen, Bildung kann dann auch befreien, das passiert bei uns im sogenannten Lernbüro, Deutsch, Englisch, Mathe und Gesellschaftslehre wird bei uns im Lernbüro gelernt, das heißt, der Klassenraum ist in den ersten zwei Stunden ein Lernbüro, weil hier zum Beispiel alle Materialien für Deutsch an einer Wand sind. Der nächste Klassenraum ist Mathe-Lernbüro und so weiter. Wir haben den Mut gehabt, zu sagen, wir arbeiten in Jahrgangsmischung. Wir erhöhen die Heterogenität, bei uns sind die Jahrgänge 7., 8., 9. gemischt. Wir sind eine weiterführende Schule. In Berlin dauert die Grundschule im Gegensatz zu anderen Ländern in Deutschland, zu anderen Bundesländern 6 Jahre. Wir kriegen die also mit 7. Klasse, wenn die so 12 Jahre alt sind. Ja, wozu führt das? Die kommen morgens in die Schule und können sich entscheiden. Oh, der springt ja immer. Also, wo gehe ich heute hin? Oh, heute gehe ich in Mathe. Ja? Dann gibt es gutes Material, wo man selbstbestimmt mit lernen kann. Wer Fragen hat, kann immer Mitschüler fragen. Ein Lehrer ist aber auch da. Aber ich frage erstmal Mitschüler, ich den Lehrer frage. Der Lehrer hat wichtige Aufgaben, der hält den Rahmen, der kann natürlich auch beraten. Aber wenn jemand das braucht und nicht da vorne stehen und sich ergießen und den einen geht es zu schnell, den anderen geht es zu langsam und die nicht mehr mitkommen, die fangen natürlich an zu stören und damit du nicht 6 Stunden am Tag dich langweilst, ist ja fürchterlich, dann machen die vielleicht Kügelchen und werfen die und so und irgendwann sind sie sozial emotional gestört. Das hat das System oft hervorgebracht. Manche bringen auch von zu Hause schwierige Lebenssituationen mit, aber das System bringt schon auch etwas hervor. So, im Lernbüro kannst du natürlich rumlaufen, dich hinlegen, auch mal nach draußen gehen und so weiter. Du sitzt da nicht am Tisch und vorne beschallt dich einer. Ne? Ein Kind mit viel Bewegung braucht, also gibt ja ein paar Kinder, die können wirklich nicht 1,5 Stunden sitzen. Kann man vielleicht so 10, die rennen einmal im Schulhof, kommen wieder rein. So, oder jetzt nehme ich Flüchtlinge, ja, die kommen, müssen noch alphabetisiert werden vielleicht. Die haben da eine Schiene, wo die genau das kriegen können. Kinder mit LRS, da braucht vielleicht
5 Kindern hilft es vielleicht, ein Tablet zu haben, wo man drauf sprechen kann oder wo man audiatisiert etwas hören kann. Kannst du alles mal machen. Die brauchst du nicht in Förderkurse stecken, sondern du hast ein breites, differenziertes Band. Jetzt kommt das Nächste, was richtig toll ist bei uns, bei den Gemeinschaftsschulen und in Berlin inzwischen auch bei den NMS, die heißen anders. Wir brauchen erst ab Klasse 9 Notenleben. Dann heißt, die Kinder lernen für sich und nicht für die Note. Und die melden sich jetzt selber zum Test an. Ja, die können sagen, jetzt habe ich ein Thema abgeschlossen, wir nehmen so die Schulbücher, schmeißen die Hälfte raus, nehmen nur das Wesentliche, bringen das im Material, was man verstehen kann. Und das sind die Basics, die man in den zentralen Prüfungen braucht. Und wir schreiben herausragende zentrale Prüfungen. Und Schulen in Deutschland, die so arbeiten, alle. Sind alle viel besser als im gegliederten System, die Ergebnisse. Und dann ist die ganze Angst rausgenommen. Du liegst jetzt nicht abends im Bett und denkst, oh Gott, morgen um 10 Uhr Mathearbeit, ich kann nichts, ich kann nichts, ich kann nichts, dann kannst du auch nichts. Dann kriegst du den Blog, sondern du meldest dich an, eigenaktiv, selbsttätig. Dann kriegst du zurück ein Zertifikat nach Top-Tipp-Modell, da steht erst drauf, was hast du gut gemacht, was kannst du nächstes Mal noch besser machen und dann so Kompetenzen runter. Wer krank ist, verpasst nichts. Der macht ja da weiter, wo er aufgehört hat. Ne? Müssen Sie sich vorstellen, manche Kinder sind 14 Tage krank, kommen in die Schule, müssen nächsten Tag eine Klassenarbeit schreiben über etwas, was sie gar nicht mitgekriegt haben. Das ist doch, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Fällt mir gar nichts ein. Menschenfeindlich ist das. Und dann zählt auch noch die Note. Und du kannst nicht sagen, in 2 Wochen, aber jetzt zeige ich, dass ich es doch kann. Gut, Sie wissen alle, wovon ich rede. Also Lernbüro ist so eine, die Montessori-Schulen arbeiten ja so. Das ist ja eigentlich gar nichts Neues. Jetzt komme ich zum Thema, ach so. Und natürlich können die sich gegenseitig alle helfen. Das heißt, die leben einfach Zusammenarbeit. Ich predige da nicht, wie toll es ist, zusammenzuleben und so. Nee. Die helfen sich in der großen Heterogenität. Das kann sich ja keiner vorstellen, dass du in so einer Heterogenität lernen kannst. Aber dieses Geschenk können wir der jungen Generation machen. Die haben eigentlich gar kein Problem. Die sind ja auch weltweit vernetzt. Kinder haben auch kein Problem, oft. Aber wir machen das durch unsere Schule, dass es ja nicht geht und dass wir selektieren müssen. Bringen wir die Haltung rein. Ja, und dann ist ja auch alles unterschiedlich, Wahlaufgaben und so weiter. Da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Material hat auch sehr viele Möglichkeiten, auf die Heterogenität einzugehen. Und wir haben ein Musterbuch damit begangen. Der Lehrer hat nie die gleiche Gruppe vor sich. Ohne Musterbrüche werden Lehrer sich nicht ändern. Ohne Musterbrüche ändern sich Menschen auch nicht. Nur ganz schwer, weil wir immer wieder unter Stress in unsere alten Verhaltensweisen fallen. Und deswegen ist es gut, wenn man sich überlegt, wo können wir Musterbrüche einbauen, wo du nicht kannst, und dann musst du was anderes machen und dann kommst du auch mit. Kann man ja dann noch Fortbildung und so machen, aber dann kommst du eben in anderes rein. Jetzt komme ich zum Thema Umgang mit Komplexität und Kreativität. Hatte ich vorhin schon gesagt, du brauchst Freiräume. Man sagen Lehrer, ich würde ja gerne Projekte machen. Aber kann ich ja nicht, ich habe ja nur meine Einzelstunde. Heimlicher Lehrplan ist für die Schüler. Nicht lösungsorientierte Erwachsene. Geht nicht, gibt's nicht, ist die Aussage. Schlimm. Die brauchen ja uns als Vorbilder. 85% wird aus Vorbild gelernt. Na, dann steht da einer, ich würde ja gerne, aber ich darf ja nicht, sagen sie manchmal auch noch. Das stimmt ja alles gar nicht. Und wenn ich nicht dürfte, müsste ich ja alles dran setzen, um das zu tun, weil es wichtig ist. Ja, jetzt kann man halt unterschiedlich lösen. Man könnte jeden Monat eine Projektwoche machen. Oder. Bei uns ist das jetzt so, wir machen einen Tag zum Projekttag, 5 Stunden Projekt. Wir haben 2 bis 3 große Projekte im Jahr. Die Schüler gehen eigenen Forscherfragen nach in Gruppen. Die können die Schule verlassen, Leute interviewen. Man kann mit außerschulischen Partnern super zusammenarbeiten, wenn man so einen ganzen Tag hat. Und ich sage mal jetzt zum Thema Wasser zum Beispiel, könnte vielleicht eine Gruppe sagen, ich wollte immer schon mal wissen, wie ein Wasserwerk funktioniert und geht dahin, baut vielleicht ein Modell. Die Nächsten, das ist jetzt passiert, deswegen erzähle ich dieses Beispiel, die hatten virtuelles Wasser gehört im Fernsehen und wussten aber, haben das nicht verstanden. Dann sind sie auf den Alexanderplatz gegangen, haben 100 Leute interviewt,
2 hatten eine leise Ahnung, der Rest hatte noch nie von virtuellem Wasser gehört, ist ja wichtig für Ökologie. Also virtuelles Wasser ist von der Wiege bis zur Bahre. 1 Kilo Rindfleisch hat 16.000 Liter virtuelles Wasser. Dann haben die dazu recherchiert, gebaut, Sachen gebaut, haben einen Infostand gemacht, einen öffentlichen und dann auch für die Schule. Und die nächste Gruppe hat sich mit Nestle und Brunnenkauf und was, Menschenrecht auf Wasser befasst. Ja, hast du aber 8 Wochen Zeit, richtig intensiv reinzugehen. Und ich möchte Ihnen jetzt mal auch ein bisschen aus aktuellem Anlass mal etwas zeigen. Warte, mal eben hier rausgehen. Gut. In der 10. Klasse machen wir immer ein Projekt zum Nationalsozialismus. Kann sein, dass die Bildschirme sind. Wir beide haben eine Collage gemacht, also einen Film und ein Hörspiel. Also die arbeiten ein halbes Jahr zum Nationalsozialismus, erst kognitiv und dann suchen sie sich ein etwas, was sie interessiert, haben dann ganz viel Zeit und das Ganze mündet in eine Ausstellung im Abgeordnetenhaus, die dann da 3 Wochen für die Öffentlichkeit da ist und die sind ja auch ziemlich oft dann auch da. Ich zeige mal nur ein paar Minuten. Unser Hörspiel anhören. Und wir sind halt aufs Thema Euthanasie gestoßen und kannten uns da nicht so wirklich aus und wollten halt dann mal nachforschen. Dann haben wir uns zusammengeschlossen und wir machen jetzt ein Tagebuch, ein selbstgeschriebenes Tagebuch aus der Sicht einer Jüdin. Wir haben uns gedacht, im Rahmen des Projektes haben wir die Kathedrale von Kopfentür nachgebaut. Mein Thema sind stille Widerständler. Damit meine ich die Leute, die mit Absicht daneben geschossen haben, die den Freund nicht, den Nachbarn nicht verraten, die letztendlich die einen Widerstand geleistet haben, von dem aber nie jemand gewusst hat, was davon erfahren wird. Wir beide haben eine Collage gemacht, also einen Film und ein Hörspiel, aber es zusammen zu so einer Installation gemacht. Schön, ein Brüche. So öffentlich. Tatsächlich war ein Spielzeug, sondern wir sagen Lego Kentucky da rein. Die Menschen gefühlt haben können, wenn sie diesen Flieger sehen. Wir nehmen jetzt Lego und dann sagen wir aber nicht KZ war ein Spielzeug, sondern wir sagen, Lego kennt jeder, Lego ist überall. Außerdem kann man Lego, ganz viele Sachen, alles damit bauen und alles hin und her schieben, so wie man es will. Und das erinnert schon ein bisschen an die SS-Leute, die auch ihre Häftlinge mit denen machen konnten, was sie wollten. Wenn man jetzt über die NS redet, dann ist es auch überall. Also wenn man halt so gefragt wird, ey, kennst du, weißt du, hast du was mit dem Nationalsozialismus zu tun? Und dann sagt man halt immer so, nein, natürlich nicht. Und aber wenn man dann genau darüber nachdenkt, dann kennt man halt dann doch irgendwelche Leute, die irgendwie bei der SS tätig waren oder da halt mitgeholfen haben. Daran wollen wir halt erinnern, dass wir halt zum Denken anregen, dass man halt darüber nachdenkt, ob man jetzt wirklich nichts damit zu tun hat oder ob man, also natürlich kann man nicht dafür verantwortlich sein und niemand möchte auch die Schuld dafür nehmen oder so. Und aber, dass man halt trotzdem auch, dass es halt trotzdem überall irgendwie da ist. Und es ist eine kleine Provokation, also würde ich jetzt so sagen, weil man, das ist halt schon riskant, weil man nicht ganz genau weiß, wie die Leute darauf reagieren werden. Was unterschätzt wird, ist unterschätzt wird, ist immer noch was. Man kann das damit umzugehen, sondern dass sich die Schüler das so selber erarbeiten, indem sie selber was sagen können, und zwar, dass sie ihre Stimme für eine Zukunft abgeben können. Und ich glaube, deswegen ist es nicht nur ein
so ein Fakt, der in der Vergangenheit passiert ist, sondern ist was, was auch jetzt irgendwie, wie man jetzt damit um, Also, jetzt mal gezeigt, wer den ganz sehen will, der ist auf unserer Website. So etwas kann man nicht in ein oder zwei Stunden Geschichte in der Woche erarbeiten. Das ist so einfach. Zeit, Zeiträume, gute Begleitung. Und dies könnte man an jeder Schule, könnte man so arbeiten. Also sie ist jetzt bei uns in Klasse 10 gewesen, haben sie einfach drei Fächer zusammengetan und die haben wir auf einen Tag gelegt und schon hast es. Also man muss auch nicht die ganze Schule verändern, man kann auch schrittweise gehen, aber dieses Arbeitsblätter ausfüllen, damit werden wir den Jugendlichen auch nicht gerecht. So, jetzt fragen Sie sich vielleicht, wahrscheinlich, was passiert, wenn anderthalb Jahre nicht in Mathe geht, im Lernbüro oder so? Jetzt haben wir Begleithilfen. Eins ist das Logbuch, da ist alles drin, was du in den drei Jahren erarbeiten musst. Da schreibst du immer jeden Tag rein, was du gemacht hast, hast immer den Überblick. In Österreich gibt es schon, ich glaube, 20 Logbuchversionen inzwischen. In Österreich sind ja auch viele Schulen, die sich dabei sind, sich zu verändern. Und das Zweite, das ist total wichtig, ohne das funktioniert es nicht. Das ist ein persönlicher Tutor. Bei uns haben die Klassen zwei Klassenlehrer. Die sind nicht doppelt drin, aber die sind verantwortlich. Und jeder hat 13 Schüler, seine Tutanten. Und jeder Lehrer hat zwei bezahlte Stunden für Einzelcoaching. Die sind immer freitags. Sonst würde es überhaupt nicht funktionieren. Und das ist auch der Kern der Beziehungskultur. Und für die Schüler ist das wichtig zu sagen, ich habe da immer einen. Auch unsere total Fitten, die sagen, oh, mein Tutor. Und dann plötzlich gehst du auch in eine menschliche Beziehung. Und Schüler von uns sagen, wenn mir in der Grundschule einer gesagt hat, dein Lehrer wird dein Freund, dann ist das, spinnst du eigentlich. Ne? Aber jetzt ist mein Lehrer mein Freund. Und ein kleiner Junge hat mal gesagt, das ist wie unten abgefedert, oben nicht gedeckelt. Der hatte total begriffen. Ja, also dies ist wichtig. Die Schüler haben Studierzeit, das heißt, sie sind in der Klasse, lernen Vokabeln, machen irgendwann etwas fertig. Vielleicht sitzen sie auch nur rum und ruhen sich ein bisschen aus. Und die Lehrer sind beide auf dem Flur und holen sich immer ihre Tutanten. Und ich glaube, das ist in Österreich auch möglich. Jetzt, wenn hier so Lehrer säßen, die würden jetzt sagen, na, die müssen immer beaufsichtigt werden und so. Nee, auf dem Flur kannst du sein. Ne? Oder Klassenarbeit, da kommt so ein Bild, Klassenarbeit, dann sagen mir Leute, ja, so können wir nicht arbeiten, wir müssen ja Klassenarbeiten schreiben. Ja, sage ich, schreiben wir ja auch. Aber die Schüler melden sich individuell an. Das ist aber, glaube ich, in Österreich, ich war ja jetzt an der HTL, die Lernbüro einführt, und die haben mir von Schularbeiten erzählt, wo am Anfang des Schuljahres genau der Termin festlegt, wo die geschrieben sein müssen. So etwas muss im österreichischen Schulgesetz stehen, zumindest für die Oberen. Doch, war ja Kultusminister. Stimmt nicht. Okay. 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 Und das ist eben, ganz oft steht etwas nicht im Schulgesetz, was wir im Kopf haben, was man nicht darf. Ja? So ist es. Und dann guckst du nach und dann findest du das gar nicht. Das ist interessant, aber da sieht man, wie sehr wir so Vorstellungen haben, weil immer so wahr sagen wir, das muss so sein, wir dürfen nicht. Dann haben wir, die Woche endet mit etwas, das ist auch nochmal Solidarität und Gemeinschaft, so ganz wichtig, das nennt sich bei uns Schulversammlung.
Da versammelt sich die gesamte Sekundarstufe 1, das sind 340. Die Oberstufe hat eine extra, weil die würden auch gar nicht alle reinpassen in den Raum. Und die Schulversammlung wird immer von einer Klasse vorbereitet. Und dann gibt es so verschiedene gesetzte Elemente. Zum Beispiel singen wir das Lied der Woche. Gestern war Freitag, ne? Ja. Gestern haben wir unser Lieblingslied gesungen, Start the Revolution. Und dann gibt es das öffentliche Loben oder sich bedanken. Dann gehst du nach vorne, dann kannst du jemanden loben oder dich bedanken. Du könntest zum Beispiel sagen, letzte Woche ist mir nicht gut gegangen und die haben mich unterstützt und mir geholfen oder. Gestern war sehr berührend, ist einer unserer Flüchtlinge, der sprach schon ganz gut Deutsch. Der ist nach vorne gegangen und hat so bewegt gesprochen. Der hat gesagt, ich möchte mich bei dem Christian bedanken. Der Christian hat mir einen Geburtstag organisiert. Ich hatte Geburtstag und der hat mich angerufen, komm Fußball spielen. Und ich kam und da war Geburtstag und da waren ganz viele Leute für mich. Und ich kenne keinen Geburtstag. In arabischen Ländern feiert man keinen Geburtstag. Ich habe es schon mal im Film gesehen, aber ich wüsste gar nicht, wie man einen Geburtstag macht. Und Der hat da so bewegt gestanden und hat gesagt, wenn ich jetzt Arabisch sprechen könnte, würde ich euch sagen, wie ich so innerlich bewegt bin, weil es kam total rüber. Ja, und das sind einfach Sachen, die kannst du mit 20 Stunden sozialen Lehren kannst du überhaupt nicht erreichen. Ne? Und meckern kann man ja immer viel, aber etwas Positives öffentlich sagen, haben die meisten ja ein Problem auch mit. Oder du sagst, darauf bin ich stolz, das habe ich erreicht. Im Logbuch gibt es so eine Stolzecke. Schreib's dir mal rein, worauf du stolz bist. Loben, dann gibt es aber auch Speak Your Mind, ist aber getrennt. Da kannst du etwas sagen, was dir nicht gefällt, Vorschläge machen und so weiter, Speak Your Mind. Dann haben wir immer so etwas Politisches, nachgefragt, nachgehakt. Und dann werden Projekte vorgestellt oder Leute von außen mal eingeladen, die uns Projekte vorstellen. Das ist ja immer unterschiedlich. Wir sind Schulversammlung. Jede Woche. Und zum Halbjahr. Oh. Jetzt habe ich meinen Computer ausgemacht. Jetzt kann ich nicht sehen, wie viele Minuten ich noch habe. Aber ich glaube, ich komme noch kurz durch. Das zeige ich jetzt. Dann sehen Sie mal ein paar Schüler. Ich nehme ja sonst immer Schüler mit. Wir machen zu den Halbjahren Auszeichnungsversammlungen. Dann kriegst du eine schriftliche Auszeichnung. Die Klasse überlegt, wer was gut gemacht hat, die Lehrer auch. Und ich zeige mal eine Minute, dann kann man sich das vorstellen. Lieber Fritz, wir möchten dich auszeichnen als Teamplayer des Jahres der Klasse 2. Du bist gegenüber der... Wo? Sorry. Oh, halt. Lieber Fritz, wir möchten dich auszeichnen als Teamplayer des Jahres der Klasse 2. Du bist gegenüber deinen Mitschülerinnen und Mitschülern ebenso wie gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern in diesem Schuljahr stets offen, freundlich und hilfsbereit aufgetreten. Du hast andere Schüler bei der Lernbüroarbeit, zum Beispiel als Language Assistant, unterstützt und deinen eigenen Lernfortschritt dabei nicht aus den Augen verloren. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir jetzt einige Auszeichnungen zu vergeben, die besonders von den Lehrern auch kommen, zum Beispiel für den Maximilian. Der Maximilian hat nämlich in der 11. Klasse mehrfach einen Vortrag über Physik gehalten, so dass dann die 11-Klässler auf uns zukamen und gesagt haben, wir wollen, dass der Maximilian nochmal in unserer Klasse die Vertretung für den Physikunterricht übernimmt. Unglaublich. Maria wird... Das steht auch nochmal, so kannst du das in deinem Lernbüro nachlesen, für die größte positive Entwicklung im Mathe-Lernbüro im Team 1 ausgezeichnet. Gut, dann Leonard, ich möchte dich gerne auszeichnen als Leistungsaufsteiger des Jahres in der Klasse. Du hast in den Lernbüros, vor allem in NG und Englisch, dieses Jahr richtig große Fortschritte machen können. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine Auszeichnung wert. Marlene Wenzel. Ist sie da? Aha, hallo.
Dich wollen wir gerne auszeichnen für dein besonders ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein. Das hast du gezeigt, indem du Verantwortung für die Klasse übernommen hast. Du hast nie irgendwie gemeckert oder protestiert, wenn du irgendwie was für die Klasse machen musstest. Auch im Projekt Verantwortung hast du sehr selbstständig und sehr verantwortungsbewusst gehandelt. Und ich finde, das ist ein Vorbild für viele andere Mitschüler. Und mach weiter so. Ja, man erfährt total viel Schönes. Zum Beispiel von dem kleinen Maximilian, das wusste ich gar nicht. Der ist hochbegabt in Physik und Mathe, sonst so normal. Den habe ich ein paar Mal schon eingesetzt als Vertretung. Und der macht jetzt auch, weil Mathematik in der 12. Klasse parallel zum Lehrbüro liegt, geht er in Mathe 12. Da kann er schon mitmachen, aber sonst ist er da. Also durch ein flexibles System hast du einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Jetzt kommt ein kleiner Film von einer Grundschule in Österreich, die ganz ähnlich arbeitet. Ist soweit schon? Oh, soll ich den ausmachen? Du Anja, darf ich dich schon so fragen? Nein, ich mag dich nur fragen, wie das so in der Schule ist. Weil ich fange jetzt im Herbst an und ein bisschen freue ich mich schon. Und ein bisschen bin ich auch so nervös. Du fragst gar keine Angst dran. Du willst sehen, dass das da voll super ist. Am Anfang war das für mich als nein. Aber ich hab da gleich andere Kinder kennengelernt, die total lieb zu mir waren. Eigentlich haben wir alle gleich ganz nett aufgenommen und hab ich mich dann sofort wohlgefühlt. Und wie ist das jetzt schon mit dem Lernen in der Schule? Muss ich mich da vor die Lehrer fürchten? Gar nicht! Die sind voll nett, die Lehrer helfen da beim Lernen. Das ist wie ein Trainer, der schaut, dass er das Beste aus dir rausholt. Dann haben wir die Lernbüros. Dort lernen wir mit Kindern aus anderen Klassen. Auf dem eigenen Tempo, wie gedacht ist. Weil die Mathe brauche ich immer ein wenig länger. Dafür habe ich Deutsch bis hin sogar noch den dritten weitergeholfen. Du wirst es nicht glauben, aber ich freue mich jeden Tag, wenn ich in die Schule gehe. Meine Freunde sind da und in den Pausen haben wir viele Sachen, mit denen wir immer im Hof oder in der Lernerin spielen können. Außerdem kann ich dir gar nicht beschreiben, wie schön das Gefühl ist, wenn du wieder was Neues gelernt und verstanden hast. Das hört sich ja spannend an. Du kannst sogar eine Leseprobe stecken und gar einen Witz an den Wänden. Du musst ich brav lesen lernen, damit ich auch was davon habe. Lesen kommst du ein kleines Schreiben vor. Dann kannst du deine Leistung jeden Tag in der Logbuch halten. Und am Freitag bewundern, wie viel du geschafft hast. Was ist denn bitte ein Logbuch? In dem Logbuch schreibst du alle Übungen auf, die du gemacht hast. Aber ich sprichst diese am Ende der Woche mit dem Lehrer. Ich habe mir zum Beispiel die 10-Überschreitung noch mal anschauen müssen. Dann habe ich die letzten 2 Wochen nur das gemacht. Jetzt kann ich sogar. Du musst jeden Tag einschreiben. Das hört sich ja langweilig an. Na gar nicht. Also mir ist das Logbuch heilig. Da stehen auch alle meine persönlichen Ziele drin. Ich muss jetzt weitermachen, weil die beiden wichtigsten Fächer, die habe ich noch gar nicht genannt. Und hier die Moderatorin sitzt mir schon auf der Pelle. Dies wäre jetzt die alten Fächer in neuen Formaten, die Individualisierung, Gemeinschaft, andere Haltung prägen. Ja, der Lehrer in der neuen Rolle, die Schüler lernen vorwiegend selbsttätig. Aber wo lernen die denn jetzt mit Unsicherheit umzugehen, wirklich Sinnvolles zu tun, im Gemeinwesen und so weiter? Da haben wir jetzt 2 extra Fächer und die sind im Leben. Insgesamt sind bei uns diese Zeitgefäße, wo Schüler jederzeit rausgehen können und sich engagieren können, ohne dass Unterricht ausfällt. Und eins heißt es ganz einfach, heißt Verantwortung. Jeder sucht sich eine verantwortliche Aufgabe im Gemeinwesen. Man kann sein im Kindergarten mit Flüchtlingen, mit alten Menschen, was Ökologisches tun und so weiter. Das ist unser wichtigstes Schulfach. Die Lehrer haben auch Verantwortung geplant und gehen ihre Tutanten besuchen. Lernen so mal ihr Gemeinwesen kennen. Berlin ist ja auch eine Großstadt. Und knüpfen Kontakte und kriegen zum Teil total andere Kinder mit. So coole Jungs, die dann sich mit einem alten Menschen oder Kind oder so befassen, die brauchen dann nicht cool sein, weil die Gruppe nicht da ist. Das ist eigentlich das Fach, wo die Herzintelligenz und die Herzkraft entwickelt wird. Wir haben ein Projekt, das kann ich jetzt aus Zeitgründen leider nicht zeigen. Wir gehen in Schulen im sozialen Brennpunkt, so mit 95% Migrationshintergrund. In Berlin hat man ja so verloren gegangene Stadtteile.
Und da gehen wir in die ersten Klassen. Und da haben wir 4 Schulen, nur so 50 Kinder, Bildungsbande heißt das, und die helfen da. Die helfen dem Lehrer, die helfen den Kindern, die gehen mal raus mit welchen, die sitzen dabei, sind die Zweitlehrer. Und die Kinder haben jemanden, der an sie glaubt, und das ist unglaublich wichtig, weil in der ersten Klasse gehen die meisten verloren von denen, die zu Hause keine Hilfe kriegen und überfordert sind. Ja, und jetzt kommt unser bestes Fach. Verantwortung machst du, wenn du 12 und 13 bist. Herausforderung machst du, wenn du 13, 14, 15 bist. Dann gehst du raus aus Berlin, 3 Wochen am Stück, und suchst eine Herausforderung in der Gruppe. Das kann sein, zu Fuß 380 Kilometer den Benediktusweg gehen oder paddeln oder mit dem Fahrrad oder auf dem Biobauernhof Käse machen und. Du musst gucken, was fordert dich heraus, was fordert die Gruppe heraus. Und mit den 150 Euro, die die mitnehmen, kannst du das 5 Euro pro Tag, kannst du dir keine Jugendherberge und keinen Zeltplatz leisten. Also musst du anklingeln, Dienste anbieten, machst die tollsten Erfahrungen, die kommen wieder und sagen, boah, ich hätte nie gedacht, wie freundlich die Menschen sind. Und war mein Bürgermeister, der hat dann sowieso, der stand schon mit Erbsensuppe da auf dem Benediktusweg in Thüringen, da waren so 12 unterwegs, das ging durchs ganze Land, das hatten die noch nie. Und dann stand ein Bürgermeister da in dem Dorf und hatte Erbsensuppe für die gekocht. Ja, und du lernst natürlich ganz viel, das wird vorbereitet und deine erste Erfahrung ist, das Leben läuft nicht nach Plan. Ja? Du lernst Umgang mit Unsicherheiten, du weißt ja meistens morgens nicht, wo du abends schläfst. Du lernst dich zu entscheiden, dich auf die Wiese zu setzen und zu jammern, bringt nichts. Du lernst Team in der Gruppe auf kleinsten Raum und dann gibt es natürlich Konflikte und dann merkst du, was du alles in dir hast an Konfliktlösungspotenzial. Es geht jemand mit, der über 18 ist. Risikobereitschaft, Scheitern. Du scheiterst ja dauernd, weil dein Plan nicht so läuft, ne? Aber das ist ja gar nicht schlimm. Und du kommst nach Hause und viele sind so dankbar plötzlich, dass sie eine Dusche haben, eine Toilette. Die sagen, Mama, danke, dass du für mich kochst, einen vollen Kühlschrank. Also die merken plötzlich, unsere gesättigte Konsumgesellschaft, dass es auch anders geht und was mit ihnen passiert ist, als wir nicht alles hatten. Also das ist unser bestes Fach. Und mitgehen tun, und damit greifen wir schon in die Ausbildung ein, die ja auch, wir brauchen ja auch andere Lehrerausbildung und sowas alles, da kann ich jetzt nicht so drauf eingehen, weil da alles schon läuft. Bei uns gehen Begleiter mit, die sind angehende Lehrer, angehende Sozialarbeiter und angehende Erzieher. Und die haben natürlich eine Herausforderung. Ich zeige jetzt eine Minute. Ich bin gleich fertig. Es ist einfach schön, ich zeige noch Kinder zu begleiten, 2 Filme zu motivieren, mich. Es ist einfach sehr interessant, wirklich auch gruppendynamische Dinge zu sehen, was dort alles passiert, wie sich diese Gruppe entwickelt. Die größte Herausforderung als Betreuer ist es, Sachen auszuhalten, die passieren in der Gruppe. Und die Kinder wirklich laufen zu lassen und ihre eigenen Erfahrungen machen zu lassen. Und dass man sich auch gerade auf der Herausforderung nicht immer fragen sollte, was andere getan hätten, was andere Pädagogen getan hätten oder was vielleicht die Eltern erwartet hätten oder die Lehrer, sondern dass man einfach sich selber kennenlernt und überlegt, was empfinde ich als richtig. Die Kinder sind eigentlich und das Leben und die Erfahrungen, die sie machen, die besten Lehrmeister, finde ich. Ich habe gemerkt, dass man Kindern viel mehr zutrauen kann, als man denkt und dass die auch ganz erwachsen über solche Sachen mit einem schon sprechen. Wenn hier noch potenzielle Begleiter sind, wir brauchen noch 5, dann würde ich mich freuen, wenn Sie sich melden. Ist eine wirklich ganz tolle Erfahrung. Man kann auch vorher noch einen Gruppenleiterschein machen und kriegen. Ja, und zwar der nächste Musterbuch ist, wir sind überlaufen, wir sind Pilgerort, ja, jeden Monat 200 Lehrer und so. Wer macht die Lehrerfortbildung? Bei uns die Schüler. Wer macht die Schulleiterfortbildung? Die Schüler, 13-Jährige. Und die gehen den Menschen unter die Haut. Kann ich jetzt auch nicht weiter erzählen, da müssen wir jetzt weglassen. Ja, was ist der? Achso, ich wollte noch einmal den David hier. Meine zweite Herausforderung, gab es keine körperliche Anstrengung. Es gab nur so eine willentliche Anstrengung, weil es war die Musikherausforderung. Und wir haben 8 Stunden am Tag geprobt am Musikinstrumenten und ich spiele Gitarre. Und an manchen Tagen hatte ich wirklich gar keine Lust, Gitarre zu spielen. Wirklich nicht. Ich wollte einfach nicht Gitarre spielen. Und die Finger taten weh.
Ja, sonst spiele ich immer. Aber dann, nach so zwei Wochen denke ich, warum spielst du jetzt noch Gitarre? Ich habe wirklich keine Lust. Und dann einfach zu sagen, okay, ich spiele jetzt weiter Gitarre, weil die Band das braucht, weil ich das brauche, weil ich da was lerne. Das lässt einen einfach nochmal schauen, wow, ich kann Energien verwenden, die ich gar nicht habe. Also ich kann sozusagen über meine Grenzen hinaus und dann noch weiter. Das war unglaublich. Und dann auch zusammenzukommen mit dieser Gruppe. Wir waren dort zu neun und wir sind danach zu einer Gruppe zusammengeschweißt, zu so einer Band. Und das war eine wundervolle Zeit. Und ich kann es nicht beschreiben, was alles die Herausforderung so toll macht. Es ist einfach die Praxis und das dort sein, man muss es erleben wirklich. Und es ist wie ein Auffordern zu leben. Es ist kein, du musst dich anpassen, sondern wie lebst du miteinander? Okay. Ja, also wir müssen ihnen das zutrauen. Und viel mehr zutrauen. Vielleicht können die Kinderfreunde ihren Kindern und Jugendlichen auch noch mehr zutrauen. Weiß ich jetzt nicht. Ja, und nochmal politisch, wenn junge Menschen sich wie beim Schulfach Verantwortung oder auch bei Herausforderungen ja oft sich als aktive Partner im Gemeinwesen einbringen, dann machen wir demokratische Grunderfahrung. Demokratie fällt nicht vom Himmel, das sehen wir ja gerade. Und es gibt nichts Besseres, als dich zu erleben, dass du ernst genommen wirst, dass du was tun kannst, dass du selbstwirksam bist. Das ist ja auch die höchste Resilienz, der höchste Resilienzfaktor, Selbstwirksamkeitserfahrung. Und um jetzt so einen Aufbruch, hier ist ja auch Aufbruchstimmung, zu verbreiten, habe ich mit Gerald Hüther und noch jemand Schule im Aufbruch gegründet. Und seit 2014 gibt es Schule im Aufbruch auch in Österreich. Sehr erfolgreich, da kann ich jetzt nicht drüber sprechen, weil ich keine Zeit mehr habe. Und ich ende eine Minute mit einem Jungen, 12 Jahre alt, der hat seiner Mutter einen Film gemacht. Die Mutter ist in Elternzeit und muss jetzt zurück in ihr Gymnasium. Und die Mutter überlegt, gründe ich eine Schule, so in der Art. Und hat immer die Zweifel, ob sie das kann. Und der Junge kriegt mit, also bin ich ausreichend, so dieses Bild. Ne? Der Junge kriegt mit, diese Mutter, die eigentlich will, aber dann zweifelt. Und macht ihr diesen Film. Jeder Satz, ein 12-jähriger Junge, der bringt so auf den Punkt. Alle warten darauf, dass etwas passiert. Und dass jemand kommt, der etwas verändert. Die Idee ist gegeben. Aber die meisten schwimmen mit der Menge. Und nur sehr wenige haben den Mut, auszubrechen und ihren Traum zu verwirklichen. Der Weg ist schwer. Scheitern. Aber trotzdem sehen dich viele und bewundern dich dafür, dass du immer weitermachst. Doch es ist noch nicht vorbei und du hast noch einen langen Weg vor dir. Erfülle deinen Traum und gründe die Schule, die zu deinem Traum geworden ist. Alles Gute zum Geburtstag. Wünsche dir Leon. Super Auftrag an uns alle. Nach innen horchen, wir wissen ja genau, was richtig ist. Und dann, so wie die Bettina gestern sagte, tun. Und dann tun und nicht warten, bis einer kommt. Und dafür braucht man Mut. Und ich habe Ihnen Mutkarten mitgebracht. Kann man so schon mal, wenn einen der Mut verlässt, sie sind so kleine Anker in der Tasche. Ich lege die einfach hier vorne hin. Ich entschuldige mich dafür, das Überziehen. Ja, danke schön.